Hallo. Wir machen weiter mit Mega Man X 5. Sound ist immer so knackig bei Mega Man. Ich kann es auch irgendwie nicht umstellen. Keine Ahnung warum. Ich habe das Bild jetzt mal auf Fullscreen gebracht. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Weil diese Streifen an der Seite, die nerven mich doch so ein bisschen. Dieses 4:3 Format. Ja. Okay. Let's do it. So, da waren wir schon. There's a rocket booster energy in this lava area. Watch out for the lava. Proceed with a care. If you touch the lava... meine Stimme, ich kann das heute nicht. Instantly vaporized. Also, wenn wir in die Lava gehen, war's das. Aber das ist ja logisch. Ne? Mäh. Jetzt. Okay. Geh doch mal weg. Au. Oh nein. Au. Okay, bin ich safe. Okay. Das passt. Ich muss noch warten, bis er hier fertig ist. Okay. Ja. Okay. Die machen mir jetzt nicht so viel Schaden, aber... Ich will nicht wissen, was das Feuer für einen Schaden macht. Der hat eine unregelmäßige Sequenz. Ui. Okay. Ach, komm. Uah. Ja, komm. Weg mit dir! Alte Eierpfeile hier. Ja. Hm. Oh, oh. Gefährlich. Sieht mal Feuer raus. Ja, na. Oh, der Schaden ist schon nicht schlecht, wenn es mich erwischt. Hier wird von Lava gesprochen, aber ich sehe noch keine. Wait! Wait! There's a lot of lava below us, but we have no choice to proceed this way. The lava comes at fixed intervals. Be mindful of the timing and proceed. Okay, die Lava wird kommen von unten, da müssen wir aufpassen. Okay. Watch below you, it's too hot. Wait until the lava has gone. Then go down. Okay. Ah, okay, verstehe. Das heißt, ich muss nach unten, aber ich muss warten, bis die Lava weg ist. Go before the next lava comes, quick. Hm. Kennt ihr was? The temperature is lower than the other side of the rocks. If you take advantage of the rock, you might be able to avoid the lava. Wait behind the rock when the lava comes. Then proceed with care. Okay, das heißt, die Steine, die schützen mich, oder was? Ne, tun sie nicht. Na, das ist irgendwie Bullshit, aber okay. Cool, ne? Nervigen bist du. Welche Steine hat sie denn gemeint? Diese hier oder was? Ah, okay, verstehe. Hinter den Barrikaden. Okay, müssen wir sehen. Das heißt, hier jetzt warten, oder was? Warte, ich schaff das noch. Ja. Geht der auch kaputt davon? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Wäre jetzt so schön. Ach so. Ich werde zerfletscht, wenn ich da stehe. Na klar. Macht Sinn. So, jetzt muss ich warten hier. Das ist alles eine Timing-Frage gerade. So. Hier jetzt warten. Dann gleich weitergehen. Sobald das hier vorbei ist. Ja.
Ihn lassen wir da oben mal. Ah, er wird auch gefletscht, oder was? Aber hier oben werde ich zerfletscht. Okay, dann bleibe ich mal hier stehen. Ah, die Steine, die wurden zermatscht, oder was? Ah, okay, jetzt. Oh, shit. Sieht ein bisschen komisch aus, aber egal. Okay. Oh, shit. Ich bleibe am höchsten Punkt, damit mich die Lava nicht kriegt. Ansonsten bin ich gleich... ein Matsche. Scheiß auf dich. Ich muss hier weiter. Ja, hab ich. Geil. Das war knapp. War gemein, dass man sich auch ducken muss, ne? Also. Das heißt, es wird von dir vorausgesetzt, dass du das weißt. Destroy the door in the front of you. Bla 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 bla, okay. Ja, die Hinweise, die uns sie die ganze Zeit gibt, die sind ein bisschen nervig. Ich kann das leider nicht ausstellen. Tut mir leid. Das hat Nonsens gerade. Ja, natürlich muss ich die Tür zerstören, sonst komme ich ja nicht weiter. So. Nächster Abschnitt. Oh ja, da haben wir wieder diese geilen Roboter. Die mag ich ja. Well, this area is kind of like the sea of lava. The prop right armor could be probably induce the heat of the lava. Das heißt also, mit dem Roboter können wir hier durch. The path devices. You can go this way or you can take the other way below. If you go down, you will have to go through the lava area. If you go this way, you will find three... Also, you can proceed with the right armor. Because a huge rock blocks the way. Which way will you choose? This side is on you. Das heißt, welchen Weg wir nehmen, ist eigentlich uns überlassen. Wir können runtergehen oder wir können den oberen Weg nehmen. Ist uns überlassen. Achso. Ah. Wenn das Ding kaputt geht, haben wir halt ein Problem, weil dann sterben wir instant. Müssen wir aufpassen. Okay. Ja. Ja, ich hab's fast schon geahnt. Okay. Du jetzt? Jawohl. Am Ende kommt noch so einer. Ja. Nein. Ach, Dreck. Jawohl. Jawohl. Durch, durch, durch. Weiter. Na, ah, scheiße. Warte. Das schaffe ich. Ja, ich dodge immer so ein bisschen an der Decke an. Ja, Dreck. Ja. Da ist eine Kapsel. Ich muss im richtigen Moment aus dem Ding hier raus. Das wird tricky. Ach du schon wieder. Ja, ja, dreh dich um. Okay, jetzt wird's heikel. Jawohl. Hab ich. Ja, raus hier. So. This is the program for the arm part of the gear armor. Analyze and upload data to your main memory in a secure area. Once you upload all four programs, the Gaia armor will be complete. With the arm part equipped, you can attack with the Gaia shot. While the range of the Gaia shot is short, it's powerful and it can neutralize the enemy's energy bullets. Also, you can break a certain brick.
drauf, in dieses Ding einzusteigen, sag mal. Ist die ganze Zeit geil auf dem Roboter. So, wir haben die Arme erhalten. Sehr geil. Das lobe ich mir. Ich hab's ja schon mal gesagt, für alle, die es nicht mitbekommen haben, sag ich nochmal. Ich werde es so machen, dass ich alle Sachen wie Energy Tanks, Herzcontainer und so weiter und so fort einsammeln werde. Aber in einem separaten Part. Weil ich das jetzt nicht hier so währenddessen machen möchte, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ah, ja. Das ist halt ranzig. Weil du musst genau in den Timing rausspringen. Wenn ich den Jump quasi mache. Ich werde jetzt mal so weitergehen. Das ist nur einer. Oida! Hilfe? Hallo? Oh shit. It seems you can break the rock in front of you. Destroy it so you can go on. Wie zerstöre ich den denn? Achso, ganz normal. Okay. Oh shit. Geht's hier hoch? Nee. Ja, er ist hier der Durchgefeitschte. Oh. Ja. Nein! Okay. Ich will's hier auch unnötig spannend machen gerade. Ah. Drecksack. Damit habe ich nicht gerechnet gerade, dass da noch Lava ist. Da waren also diese Dinger, diese grünen Seile. Okay. Ah, jetzt bin ich unten lang. Jetzt komme ich auch nicht mehr hoch. Das heißt, ich muss unten lang hier jetzt. Wem? Ah! Guck mal, da kommt ja schon gleich angerast. Junge. So. Und fletschen. Nice. Nö, ihr nicht. Achso. Ja. Yeah. Er will es halt auch wissen, ne? Er ist ein Ungeduldiger. Yeah. Okay. Das heißt, ich muss quasi hier lang. Okay. Ja, das wird jetzt wieder so ein Sprung aus der Hölle. Nee, ich schaff's irgendwie nicht. Das heißt, ich schaff's nicht, ich schaff's schon, aber irgendwie stimmt das Timing noch nicht. Ich muss nach vorne drücken und im gleichzeitigen Moment, wenn ich springe, muss ich nach oben drücken. Ja, und dann kann sowas passieren. Ja, das ist räudig. Weil ich den Dash dann nicht auf der Schultertaste hab. Ich springe jetzt nämlich hier rüber und mach diesen Weg hier. Das ist irgendwie doch ein bisschen angenehmer hier. Naja, wie man sieht. So, geh kaputt. Danke. Oh Gott. Ja. Es ist halt scheiße, weil er zweimal. Wenn ich zweimal nach vorne drücke, was passieren kann, dann springt er aber wohl in die Lava rein. Ja, meine Hände kleben am Gamepad, das ist feierlich. Warum kann ich mit dem eigentlich nicht weiter? Das ist scheiße. Ich komme hier halt nicht rüber. Das wäre alles auch nicht so schlimm, wenn der Typ hier hinter mir nicht wäre. Töten kann ich ihn nicht, oder was? Ne, der geht nicht kaputt. Ich hasse Lava. Ah, schwitzige Hände, Lava, alles geil hier. Liebes. Aber gut, das ist die letzte Stage. Danach geht's weiter. Quasi. In die
letzte Area. Ich müsste eigentlich mal eine Aufnahme machen, wie ich mit dem Gamepad gerade steuere. Ihr würdet das nicht glauben. Ich verkrampf hier die Finger auch, wie blöd. Ah. Ey, das ist eine räudige Scheiße, ist das hier. So, ich habe mich mal ein bisschen leiser gemacht hier. Ich bin immer ein bisschen zu laut, habe ich das Gefühl. Kein Bock zu übersteuern. Das kriege ich nachher nicht so gut gefixt. Einmal übersteuert, hast du Pech gehabt. Ich war schon so weit, ich war bei diesen grünen Dingern. Ich muss hier hoch, irgendwie. Jawohl. Das ist egal. Nämlich treffen. Das ist auch egal. Hauptsache, ich komme hier irgendwie durch. Okay. Das ist jetzt wieder so ein Ding. Da muss ich nach oben. Okay, warte. Warte. Okay. Hab ich. Okay. Hier hoch. Hier rüber. So, die weg. Das wieder zerstören. Okay. Oh Gott. Ah, ey, jetzt oder was? Jetzt muss ich ihn fletschen oder was? Wundere mich eigentlich, dass er jetzt auf einmal der Zwischenboss ist, aber ist in Ordnung. So schwer ist er jetzt ja nicht. Ja, sein Pattern ist jetzt auch nicht so. Seine Schüsse kann ich auch abschießen. So. Der ist Geschichte. Dann kann ich endlich weiter. Jawohl. Alter. Endlich. Okay, jetzt bin ich hier. Wenn ich jetzt hier in die Suppe falle, war es das natürlich. Einfach hoch. Ja. Ihr. Ihr seid nervigen, wisst ihr das? Da ist die Tür. Nein. Oh Mann! Alter! Ist das eine Kacke hier? Dieser dreckigen Lava. Ohne Witz. Gibt's denn keine Möglichkeit, wenn ich unten lang gehe oder was? Ja, da ist nur die räudige Kapsel. Ja, da sind diese grünen Strings, womit ich dann hochkomme, aber. Ist das eine Scheiße hier? Oh, ich will nicht mehr. Das Level macht mich wahnsinnig. Okay, komm, weg. Du auch. Stinke. Alter, crush nicht so um mich rein. Räudiger Bastard. Da. Ich fress lieber Laser. Nein. Okay, das passt. Wie der steht und einfach nichts macht. Guck mal blöd. Den. So. Jetzt kommt wieder der räudige Sprung des Monats. Ja. Die Uschi des Monats hier. Das seid ihr. Das ist halt ein Timing aus der Hölle hier, ne? Im wahrsten Sinne. Weil wenn ich hier raussteige, da ist ja Lava, da kann ich ja nicht stehen. Das heißt, ich muss ja zum Roboter. Und der Roboter, der kann ja nicht fliegen. Der hat keine Düsen. Ich hab Angst. Nee. Komm schon. Dass er hier nicht hochkommt, ne?
Genau, es reicht genau nicht. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie räudig das hier ist, aber falls ihr es mal selber gespielt habt, wisst ihr es ja vielleicht. So, endlich in der Poststage hier angekommen. Hoffe ich doch mal. Das ist eine Scheiße mit dieser Lava hier, ne? Nee, hier kommt jetzt auch noch Lava, dann dreh ich am Rad. So richtig. Why have you come this far? I want your booster energy. Achso, das hat Mega Man gesagt. I want your booster energy. I have devices. Nee. Doch. Evidence. That this is a secret warehouse for weapons. You know what's happening to the earth. Now give it to me. Yes, whatever you say. That's what you accept to hear from me, right? You know, nobody will obey like that, don't you? So why don't you fight as always and force me to give it to you? That's if you have the guts to. Why do you ploys always have to fight each other? Damn. Do I have to fight again? Come, it's time to do what we do best. Let's fight and enjoy ourselves. Just like always. Summon Strike. Yeah. Lämpchen. Ja. Okay, aber ich war auch schon angeschlagen durch den Weg dahin. Ich hatte kaum Energie noch. So, auf ein neues. Morning. Gefahr, Gefahr. Alarm, Alarm. Ich finde aber nicht, dass der aufgeladene Schuss ihm mehr ausmacht. Wenn ich ehrlich bin. Hallo, tripp ihn doch. Naja. Ich muss so nah an ihn reingehen, dass ich fast schon Schaden erleiden muss. Das ist halt richtig ranzig irgendwie. Ja. Ja. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ja. Hm. Naja. Der ist eine harte Nummer, muss ich sagen. Ich muss das ja alles halt ohne Energy-Tanks droppen, weil ich halt keine angesammelt habe. Ne? Nukes habe ich. You can freeze enemies. Ja, das wissen wir. Da Energy-Tanks, Weapon-Tanks, Nukes. Ja dann, weiter geht's. Ich will ja diesen Level nicht nochmal machen müssen, deswegen versuche ich ihn jetzt zu schaffen. So. Wenn er nicht die ganze Zeit noch so rumflappen würde und ich jetzt nicht weiß, wie seine Hitbox eigentlich ist. Da, guckt es euch an, wie lange der blinkt. Er ist ja nicht mehr feierlich, der Typ. Feuergegner in jedem Mega-Metall sind halt richtig räudig.
Jetzt aber, komm. Wah, oh Gott. Naja, so drückt er mich, die Sau. Ich hasse diese Waffe. Weil ich so eine an den ran muss. Ja, naja. Fuck you, Alter. Da kriegst du mal so einen. Jetzt macht er den wieder. Okay, hab ich. Oh nein. Ja, ich hab ihn getroffen. Haha. Ich finde nicht mal, dass der aufgeladene Schuss mehr ausrichtet irgendwie. An der vorne dashen und dann den Wind machen. Ist das sinnig? Ah, okay. Verstehe. Ah, das ist eine Idee. Nee, so. Ist nach oben. Ha! Okay, jetzt habe ich so ein bisschen eine Taktik rausgefunden. Ah! Ja, okay, dagegen kann ich nicht ankommen. Okay, den Move kenne ich noch nicht. Er hat nicht mehr viel. Mit einer knappen Kiste. Nochmal einen reinzimmern hier. Ja. Und nochmal einen. Komm schon. Ja. Knappe Sache. Ich habe in letzter Zeit immer so ein bisschen Eierhals. Weiß ich nicht. Ganz merkwürdig. Ist mein Hals immer so ein bisschen angeschwollen, dann geht's wieder weg, dann ist es wieder und ganz schleimigen Hals. Keine Ahnung, was da los ist. Bla 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 bla, Hammer. Das kennen wir schon. Ja. Ich würde gerne nehmen Weapons und Energy. Groundfire und Quake Blazer. Arm Parts. Und Booster Engine. So, Energy up. We found a Booster Engine. Now the striking power of the shuttle will be increased. There seems to be some more useful weapons lying here. But I don't think we have the time to investigate. A week 8 before you get stuck into the lava. Jo, raus da, bevor wir in der Lava komplett versacken. Ja, alright. So, da sehen wir schon. Die Parts, Weapons, haben wir alle gesammelt. Armor und Parts haben wir auch schon ein bisschen was. Okay. Jo, dann machen wir weiter. Wollte mal schauen, wie es auf der Übersichtsdingenskirchens aussieht. So. We've completed a space shuttle. It's ready to launch at any time. Still, the problem is, who will maneuver it? It's awkward having this kind of problem at every end. Everything else is take care of. The shuttle is ready. Let me know once you deal with a pilot issue. So, wir haben keinen Piloten. Wir müssen jetzt überlegen, wer soll das Ding eigentlich steuern? Weil an sich ist das Teil bereit zum Abheben. The Space Shuttle standby. I trust you, Zero. I'm sorry, I couldn't do more for you. Don't mention it. This is my mission. I'm the only pilot left, you know? Zero, I'll do it instead of you. X, you shouldn't stay here. Who else will protect the Earth? Don't talk as if you won't be back. I'm sure I'll be back. I won't die on such an easy mission. When I become a Maverick, I think that's when I'll have to die. Okay, Zero. I'll be waiting for you. You better come back alive. It's about time, Zero. Okay, I'm ready. Ready, Zero. This is your last chance. Blast off. Zero, be sure to come back safely.
Und Zero macht sich auf den Weg. The shuttle crashed into the colony. Zero! Did you make it? Did it crash? We did everything we could to stranding the shuttle, everything. The destruction rate is 55%. The colony won't be destroyed. Our mission has failed. Zero, do you read me? Zero! Are you alright, Zero? No. He'll be sucked into the colony. Get away, hurry, Zero. The speed of the colony is increasing. It's too dangerous to stay here at any longer. We better get away. No way. What's about Zero? He doesn't know yet. Are you going to sacrifice him? A soldier who thought to save the Earth and all of us? Do we have to let my one and my only friend, my best friend, die? I understand how you feel, but we need to calm down and think straight. If we stay here, we will be wiped out. Then who will protect the Earth? Who will rescue Zero? Everyone, evacuate immediately. Zero, I promise I will rescue you. Until then, please hang in there. The colony crashed into the Earth. The Earth barely avoided extinction. The damage was immeasurable. Anybody who can hear me, hear my voice, please answer me. I'm here. Cygnus, I barely hear you. Alina, are you alright? Can you give me an update? The Earth avoided the worst situation. I don't have any other information. I'm alright too. How about X and Zero? There's no reading on them, but they're alive, I believe. It's unusual for you to stay here without any data. The reading of the Sigma virus has also disappeared. I don't know why, but I think it's lucky. Wait, what is this reading? Was kommt denn jetzt noch? Get up. Wake up. Stand up. Stand up for your rights. Do you forget what you should do? Destroy it, you can do it. You're the best of all my work. Wake up. It's an incredible strong energy. Zero, are you? Zero? What's up, Alina? Achso, ist er wieder. Ach, ich komme ein ganzes durcheinander. What's up, Alina? I got a reading that looked like Zero. You mean Zero's alive? Oh, yeah. You mean Zero's alive? It's like Zero, but not him exactly. What is this reading? It's Zero. I know it's... Zero is my friend, and yet... Can this finally be him? If it's him, then I guess I near really knew him at all. Can it be that Zero is finally discovering his true self? What's going on? Zero is... Zero? Your ex. I will destroy you. What are you talking about? What's up? Why do you... Wait. I don't know exactly why, but I knew what you are thinking. You told me once before, right? There are things that cannot be seen or analyzed correctly on this data. We have to feel. There is a thing that we can only feel. I feel it very strongly now. All right. I'll accept your challenge. This is your destiny, isn't it?
I will fight. I won't run away. Okay, das heißt, wir müssen jetzt gegen Zero kämpfen. Mal wieder. The Earth lies in ruins. A mere shadow of the great planet it once was. The human race narrowly avoided extinction once. And it is about to face a forced destruction again. I'm reading a strong energy reaction from the points 11F5646. What's happening now? It's so dangerous. No, don't go. No data. Okay, das war ein sehr, sehr langer Part von Mega Man X5, aber Zero hat sich quasi geopfert, um die Welt zu retten, aber die Zerstörung war von dieser Kolonie im Weltall doch zu groß und hat die komplette Erde ja, fast quasi ausgelöscht. Aber Zero ist noch am Leben und er scheint verändert zu sein und möchte nun wieder gegen uns kämpfen, wie damals, als quasi Sigma die Kontrolle über Zero erlangt hat. Was dahinter steht und was es mit Zero wirklich auf sich hat, das klären wir in der nächsten Folge von Mega Man X5. Ich danke sehr fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr einschaltet. Macht es gut, bis dahin, haut rein und ciao.